Herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz, die zugleich eine obligatorische und auch eine außerordentliche ist. Wir fangen mit dem Außerordentlichen an. Wir dürfen Ihnen heute einen neuen Partner, einen wichtigen Partner für den SSV Jahn vorstellen. Ich darf zu diesem Zweck Herrn Matthias Weger, den Marketingleiter der Wolf-Firmen-Gruppe, bei mir begrüßen, genauso wie unseren Leiter Vermarktung und Geschäftskunden Philipp Hausner und natürlich für den sportlichen Teil dann unseren Trainer Heiko Herrlich. Wir beginnen aber mit unserem neuen Partner und ich darf Philipp Hausner bitten, uns die neue Kooperation, die geschlossen wurde, vorzustellen. Danke, Martin. Ja, die eigentliche Nachricht ist ja schon verkündet worden. Wir dürfen uns über einen neuen Partner im Portfolio des SSV Jahn freuen, nämlich die Wolf-Firmengruppe, allen voran mit der Marke Wolf Gastro. Bevor ich Ihnen da ein paar Inhalte zu dieser Kooperation bekannt geben darf, möchte ich vorab danken. Ein Dank geht natürlich allen voran an Christian Wolf und natürlich auch an den Matthias Weger von Seiten Wolfwurst. Wir haben hier zusammen mit Herrn Bauer noch in den letzten Wochen mehrere Gespräche geführt, haben uns auch nicht die Sache allzu leicht gemacht, weil wir uns schon lange überlegt haben, wie können wir denn eine individuelle und gute Partnerschaft, die für beide Seiten toll passt, zusammenstellen. Das war jetzt ein interessanter und guter Prozess, für dessen Ausgang ich mich sehr bedanken darf. Zu den Inhalten. Was haben wir dabei für eine Partnerschaft kreiert? Also Wolfwurst wird als Klassikpartner beim SSV Jahn einsteigen. Das ist unsere dritte Sponsoring-Ebene und wird da ja im Endeffekt das Feld der Sponsoren schon als einer der Anführer vorne mitgestalten. Neben einem klassischen Werberechtepaket hier im Stadion, also man wird die Marke Wolf schon auch bei den Jahnspielen künftig hier sehen, haben wir natürlich vor allem einen zentralen Bestandteil in der Kooperation und das ist natürlich das Lieferrecht hier im Stadion. Also die Stadionwurst wird künftig von Wolfwurst kommen, genauso werden die Gäste im Businessbereich natürlich Fleisch- und Wurstwaren von Wolf entsprechend genießen können. Last but not least ist der Jahnwirt natürlich auch noch mit dem Paket dabei, also auch wer am Karbachweg mal ein Training der Profis oder ein U21-Spiel verfolgt, kann dort die Produkte entsprechend genießen. Wir haben uns aber auch noch viele aktivierende und an die Fans gerichtete Ideen zurechtgelegt. Da gehört zum Beispiel dazu, dass Wolf einen Food Truck hat, der hier und da mal bei Jahn-Anlässen auffahren wird und da die Fans verkosten wird und die Zuschauer genauso wird Wolf unsere Jahn-Fußballschule unterstützen. Und zwar gibt es dort das Format der sogenannten Spezialcamps. Das heißt, wenn ich mal ein Torjägercamp machen will und mit Markus Ziereisen Training machen will oder mit Philipp Hentke Torwarttraining machen möchte, dann ist das künftig präsentiert von Wolf und zugleich gibt es in der einen oder anderen konkreten Aktion dann vielleicht auch mal einen Startplatz dafür zu gewinnen. Genau. Wir haben die sozialen Medien noch mit an Bord, da mag ich jetzt nicht zu viel verraten, weil da wird es dann in den nächsten Wochen und Monaten mit Sicherheit einiges zu erleben geben. Neben diesen konkreten Inhalten, damit ist die Partnerschaft jetzt so in den groben Zügen beschrieben, freut uns natürlich eines besonders, nämlich, dass wir ein Unternehmen gewinnen konnten und ein Unternehmen hier an Bord haben, das halt aus der Region kommt, das hier eine starke Erfolgsgeschichte geschrieben hat, ja auch nicht erst seit gestern existiert, sondern, wie ich gelernt habe, seit dem Jahre 1925 und wir in ganz, ganz vielen Attributen einfach zusammenpassen. Das sind die Markenwerte, das ist die Verbundenheit zur Region Ostbayern und das ist halt einfach auch die Zielgruppe, die wir hier in der Region künftig gemeinsam ein bisschen bearbeiten möchten. Das war jetzt soweit das Setting von unserer Partnerschaft hier und wie das Ganze sich inhaltlich anlässt und wie es zustande gekommen ist. Aus Sicht des Jahres. Danke Philipp, jetzt wissen wir, die neue Stadionwurst kommt von der Firma Wolf Gastro. Herr Weger, darf Sie noch bitten, vielleicht stellen Sie uns Ihr Unternehmen nochmal ein bisschen tiefergehend vor und auch, warum Sie sich denn jetzt dazu entschieden haben, sich beim Jahn zu engagieren. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Weger. Ich bin der Marketingleiter der Wolf Unternehmensgruppe und ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich beim SSV Jahn Regensburg bedanken, dass wir hier in der Partnerschaft mit einsteigen durften. Weil das für uns schon auch eine sehr emotionale Geschichte ist. Die Wolf Unternehmensgruppe ist ein familiengeführtes oder ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz eben in der Oberpfalz in Schwandorf und wir engagieren uns ganz gerne hier in der Region, weil wir hier eben auch unsere Wurzeln sehen und eben die emotionale Bindung zum Jahn Regensburg, das war für uns ein Punkt,
wo wir eigentlich keine Zweifel hatten, dass wir damit einsteigen wollten und dann auch durften. Wie gesagt, auch ein Dank an den Herrn Bauer. Der Herr Bauer ist der Leiter unserer Wolf Gastro, mit der wir hier federführend auch mit dabei sind, als starker Partner in der Region Oberpfalz-Ostbayern. Und wir beliefern praktisch mit der Wolf Gastro sämtliche Gastronomen, Hotellerie, Großgastronomen eben mit Produkten aus der Wolf Firmengruppe. Und von der Seite aus freue ich mich, dass wir hier mit teilnehmen durften. Danke. Jetzt haben wir ja einige Aktionen zusammen geplant. Der Philipp Hausen hat es schon kurz angerissen. Auf welche freuen Sie sich denn davon besonders? Also ich freue mich am meisten auf die Jugendcamps, auf die Fußballcamps, weil es halt wirklich eine sehr emotionale Geschichte ist. Und ich meine, ich habe selber einen 8-jährigen Jungen, dem würde das mit Sicherheit auch Spaß machen, dort mitzukicken. Und auf die Aktionen freue ich mich wirklich am meisten, da als Sponsorpartner mit bei zu sein und als Namensgeber. Ich denke auch, unsere Fans dürfen sich auf eine gute Stadionwurst freuen. Genau. Dann demnächst jetzt würde ich ganz einfach die Fragestellung ganz gern an die Journalisten übergeben, wenn es denn Fragen gibt. Armin Wolf. Ich hätte eine Frage. Beginnt es ab sofort, also ab dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin, oder brauchen Sie noch eine Vorlaufzeit? Wir brauchen, glaube ich, noch eine kleine Vorlaufzeit gegen Hertha BSC. Das ist ja schon nächste Woche. Das wird, glaube ich, etwas... knapp. Also was wir sicher sagen können, dass wir beim nächsten Ligaspiel am 27. August gegen Aalen mit der Partnerschaft an den Start sind. Ansonsten tun wir die Woche unser Möglichstes und werden sehen, was wir dabei erzielen können. Danke. Gibt es dann noch weitere Fragen? Also ab der zweiten Keulerrunde gilt es auch. Ne? Genau. Für die Optimisten im Raum. Gerne, ja. Weitere Fragen dazu nicht, Herr Wieger, dann darf ich Sie, dass wir quasi einen Übergang zu unserem sportlichen Teil haben. Noch, Fußballer scheuen sich immer vor Tipps, aber was wäre Ihr Tipp für das Wochenende? Also ich hoffe mal, dass der Jan gewinnt. Vielleicht mit einem 2:1, das wäre so mein Tipp. Dann darf ich abschließend zu dem Teil noch sagen, natürlich im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich auch mit der ersten Wurst, eine Weißwurst passend zur Uhrzeit, zu stärken für alle. Genau, dann können Sie quasi schon die Vortester für unsere Stadionbesucher in Zukunft machen. Heiko, haben wir den Übergang zum sportlichen Teil? Es geht quasi auch am Samstag um die Wurst für den SSV Jahn. Wir fahren zum FSV Frankfurt. Gib uns doch zunächst einmal einen Einblick, wie sind wir aufgestellt, nachdem wir ja erst am Mittwoch ein Spiel hatten. Ja, wir haben wieder eine Hiobsbotschaft zu verkünden, jetzt keine ganz schlimme, aber zumindest für das Spiel morgen wird Erik Tommy ausfallen. Ich habe mir das aufgeschrieben, Bruch der Speiche im Handgelenk, also ich wusste selber gar nicht, dass ich eine Speiche im Handgelenk habe, jetzt weiß ich es, lässt einen Einsatz nicht zu, das Handgelenk ist noch sehr geschwollen, er wird eine Schiene bekommen, Ziel ist, dass er nächste Woche Sonntag gegen Berlin eventuell wieder spielen kann. Aber für morgen ist es einfach noch zu früh. Es ist ein glatter Bruch. Wichtig ist halt, dass sich das jetzt nicht verschiebt, sonst muss es operiert werden und dann wird er vielleicht eventuell noch länger ausfallen. Das ist Stand der Dinge. Thomas Paulus ist ja kurzfristig dann noch in den Kader gerutscht am Mittwoch. Nachdem Daniel Schöpf ausgefallen ist, so hat man zumindest einen Innenverteidiger für ein paar Minuten noch auf der Bank und er wird auch morgen auf der Bank sitzen, aber mehr wie 5 oder 10 Minuten kurz reinwerfen ist natürlich nicht möglich. Jetzt haben wir natürlich alle betont, dass es nur eine Momentaufnahme ist, die Optimalausbeute aus den ersten Spielen. Trotzdem gibt es der Mannschaft Rückenwind für die Aufgabe, oder? Klar, die 9 Punkte, es geht ja jetzt nicht nur darum, dass wir dreimal gewonnen haben, sondern ich denke mal, bis auf eine kurze Phase in Groß-Asbach waren alle 3 Spiele, waren die Leistungen sehr gut und das Ergebnis hat dementsprechend auch dazu gepasst. Natürlich habe ich ja noch schon nach dem Spiel betont, der größte Fehler, den man machen könnte, wäre nach dem 3. Spieltag auf die Tabelle zu schauen und sich zu freuen. Und genauso geht es auch jetzt in Frankfurt nicht um die Tabelle, sondern es geht um 3 Punkte, die es zu vergeben
gibt. Und wir wollen natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Das ist unser Plan. Und ja, für Erik Tommy haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir es lösen können. Faber ist ein Außenbahnspieler, Luge ist ein Außenbahnspieler, Hesse ist ein Außenbahnspieler oder Hofrat ist ein Außenbahnspieler. Cialto kann das auch spielen. Wird man heute nochmal. Ich habe da zwar schon einen Favoriten, aber ich werde mir heute im Training das nochmal genau anschauen, wer am besten drauf ist und wie es auf FSV Frankfurt am besten passt. Ne? FSV Frankfurt, sage ich gleich zum Gegner was, habe ich zu den Favoriten gezählt von Anfang an. Jetzt haben sie erst einen Punkt, aber ich glaube nach wie vor, dass sie am Ende im vorderen Bereich landen werden, wenn man die Einzelspieler anschaut, wenn man den Kader anschaut, da ist eine unheimlich große individuelle Klasse vorhanden, ob Jovanovic, Patrick Ochs, viele Bundesligaspiele, Lenker und Schalter im zentralen Mittelfeld. Dann gibt es auch noch ein paar Spieler, die sehr gut sind. Ornatelli habe ich selber kurz trainieren dürfen bei Borussia Dortmund. In der Phase, wo ich Fußballlehrer gemacht habe, ist der... da stehe ich auf dem Schlauch. Unser Co-Trainer bei Borussia Dortmund, der ist zu Rot-Weiß Essen damals gegangen. Und dann habe ich noch 2 Monate die U19 übernommen. Damals war Massimo noch mit dabei, auch erfahrener Drittligaspieler. Oder André Heidmeier von Borussia Dortmund Jugend oder Sören Pearson, U23 Dortmund damals gespielt. Also sie haben eine unheimliche Klasse in ihrem Kader. Und ich bin sicher, dass sie irgendwann auch die Ergebnisse holen werden. Bloß, ich hoffe es natürlich, wir werden versuchen, das für Samstag auf jeden Fall zu verhindern und da was mitzunehmen. Okay, danke Heiko. Die Gegnerfrage hat sich erübrigt, wie du schon gesagt hast. Übergeben wir die Fragestellung auch hier zu den Journalisten. Armin Wolf beginnt wieder. Heiko, wie sieht es bei den anderen Verletzten aus? Ist da bei irgendjemandem eine Rückkehr in Bälde in Sicht oder vielleicht sogar für Sonntag fürs Pokalspiel? Robin Urban wird ab nächste Woche wieder komplett ins Mannschaftstraining einsteigen. Also er hat die Freigabe dann vom Doc. Also die 5,5 Wochen sind jetzt rum. 6 Wochen wäre ideal. Wir werden auch gleich versuchen, ihn am Dienstag, da haben wir ein Testspiel gegen die Kataris da, die gerade zurzeit da sind. Und da werden wir versuchen, ihn gleich mal über längere Zeit spielen zu lassen. Das Testspiel hat die U21. Ja, aber das werden hauptsächlich wir bestreiten. Okay. Und dann hat er eine ganze Trainingswoche. Er kommt auf jeden Fall zurück. Und bei Markus Zia sieht es auch so aus, er wird Dienstag, Mittwoch nochmal behandelt in München. Aber macht schon teilweise mit im Training. Und da gehe ich auch davon aus, dass er jetzt im Laufe der nächsten 2 Wochen langsam wieder einsteigt ins Training. Du hast das schon erwähnt, der FSV Frankfurt zählt ja zu den Favoriten, hat jetzt nur einen Punkt, die stehen natürlich jetzt gewaltig unter Druck. Heimspiel gegen einen Aufsteiger, auch wenn der Jan 3 Siege hat in 3 Spielen. Beruhigt dich das etwas? Ihr könnt ja ganz, ganz locker hinfahren. Wirst du mit verstärkter Abwehr spielen? Wie werdet ihr das angehen? Nein, also wir fahren jetzt nicht beruhigt dahin. Also ich habe die gleiche Spannungslage wie vor jedem Spiel. Und es geht um 3 Punkte und wir wollen da was möglich machen. Das ist eine Mannschaft mit 17 Neuzugängen. Die haben sich vielleicht noch nicht ganz so gefunden, aber mit einer wahnsinnigen individuellen Klasse. Und ich muss es so nehmen oder wir müssen es so nehmen, wie es ist. Man kann jetzt nicht sagen, es wäre jetzt besser gewesen, wenn sie ihr Auswärtsspiel in Chemnitz gewonnen hätten. Dann wären sie vielleicht beruhigt und würden gegen uns nicht so Gas geben. Natürlich ist es klar, angeschlagene Boxer sind immer besonders gefährlich. Jeder Spieler von denen will zeigen, dass er zu Recht da im Kader steht von FSV Frankfurt. Und ich erwarte da schon, dass die alles tun werden, um ihren ersten Heimsieg zu feiern. Und wir werden halt maximal dagegen anlaufen und versuchen, das zu verhindern und da nach Möglichkeit was mitnehmen. Aber wir werden uns definitiv nicht hinten reinstellen. Wir werden immer versuchen, den Gegner auch zu attackieren. Also das ist gegen unsere Philosophie. Und also es kann sicherlich mal sein, das war ja in den letzten Spielen auch so, dass wenn man eine Führung hat, die es zu verteidigen gilt, dass man die letzten 10, 20 Minuten dann eine tiefere Verteidigungslinie wählt
und nicht permanent dann drauf geht, um einfach keine Räume mehr herzuschenken, weil vielleicht auch die Kraft dann nicht mehr so ist wie in der Anfangsphase. Aber um Ihre Frage zu beantworten, also wir werden uns nicht von Anfang an hinten reinstellen und mauern. Das ist eigentlich nicht unser Ziel, nein. Vielen Dank, Armin. Gibt es da noch weitere Fragen? Jürgen Schaaf von der Mittelbayerischen. Herr Herrlich, Sie haben einen Neuzugang bekommen diese Woche. Ja. Könnten Sie Ihre ersten Eindrücke von Bendik beschreiben? Und ist er vielleicht sogar Option für die Anfangself morgen? Also für die Anfangself ist er keine Option. Durch die Situation Marvin Knoll jetzt in der Innenverteidigung, der das sehr gut macht, fehlt uns da natürlich auf der Sechserposition ein Spieler und deshalb haben wir ihn dazugeholt. Er hat jetzt lange kein kontinuierliches, tägliches Mannschaftstraining gehabt. Er hat jetzt zwei Einheiten mit uns gemacht, gestern mit denen, die am Mittwoch nicht so zum Einsatz kamen, haben wir 4-4 gespielt. Davor am Mittwoch, als wir ihn vorgestellt haben, haben wir ein Grundlagen-Ausdauertraining mit ihm gemacht, um zu sehen, was da ist. Also eine Basis ist vorhanden, aber er wird sicherlich jetzt nicht 90 Minuten marschieren können. Das würde ja gegen jegliche Trainingslehre sprechen, wenn einer, der jetzt nur Probetrainings irgendwo gemacht hat oder nur im Wald laufen war, dass der sofort den gleichen Fitnessstand hat wie unsere Spieler. Und wir werden ihn da Schritt für Schritt integrieren, aber trotzdem ist es möglich, dass er reinkommt und uns weiterhilft. Also im Kader steht er wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Und verstehen wir Sie da richtig, dass der Marvin Knoll von der Ersatzlösung möglicherweise zur Dauerlösung als Innenverteidiger wird? Ja, momentan ja. Er macht das auch sehr gut. Das muss man einfach so sehen. Wir haben jetzt das zweite Spiel zu Null gespielt und er verteidigt wirklich brenzlige Situation sehr gut und macht sich da, hat es für sich total angenommen. Warum soll man da jetzt irgendwas ändern? Das ist sowieso immer von Vorteil, gerade im Spielaufbau, wenn du auf der rechten Seite einen Rechtsfuß hast und auf der linken Seite, so wie Marvin, eben einen Linksfuß. Dann wird morgen wahrscheinlich das Duo wieder Sven Kopp und Marvin Knoll heißen. Glauben Sie eigentlich, dass den Gegnern das bewusst ist, dass sie eigentlich zwei ungelernte Verteidiger spielen und die sich da ganz bewusst drauf einstellen wollen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, also jetzt glauben, was der Gegner macht, weiß ich nicht. Sie versuchen unsere Philosophie gegen den Ball gut umzusetzen, das haben sie jetzt gemacht. Und im Spielaufbau hat man jetzt gesehen gegen Halle am Mittwoch, dass sie versucht haben, den Marvin zuzustellen, nach 10 Minuten immer den Spielaufbau über Sven laufen zu lassen. Und er hat es trotzdem ordentlich gemacht. Und wir haben verschiedene Spieleröffnungen über die Sechsau, die sich dann angeboten haben. Und es konnte trotzdem nicht verteidigt werden von Halle, obwohl sie den Marvin zugestellt haben. Also wir haben dann mehrere Lösungen und sind trotzdem gut ins letzte Drittel gekommen. Und jetzt die Frage, die Verletzung von Erik Tommy, in welcher Situation ist oder sich denn das zugezogen? Aus der Erinnerung ist ihm einer draufgestiegen, ne, beim Zweikampf. Okay. Danke, Jürgen. Dann haben wir noch weitere Fragen. Peter Patzenfeld. Herr Herrlich, Markus Parions war bis jetzt nicht nur Kapitän, sondern auch organisatorisch und hierarchisch die Nummer 1 in der Abwehr. Wer übernimmt denn das jetzt? Ist es mehr Philipp Pentke oder Knoll? Ja, ich habe vor 3 Tagen bei der Pressekonferenz gesagt, wir wollen eine Pasquale Passarelli-Mentalität. Ich denke mal, das haben die Spieler eindrucksvoll gezeigt am Mittwoch, dass sie beißen können, dass sie füreinander einstehen. Dann habe ich noch den Turner genannt, der jetzt bei Olympia mit Kreuzbandriss für die anderen noch geturnt ist. Und das haben sie gezeigt. Dann hat Markus Paglionis wirklich eine sehr berührende Rede kurz vor Spielbeginn nochmal gehalten, dass andere dafür einsteigen müssen. Und das hat man am Mittwoch auch gesehen, dass jetzt die Verantwortung auf verschiedene Schultern verteilt wurde, dass alle gesprochen haben, dass alle sich gegenseitig angefeuert haben. Und jetzt werden andere jetzt dafür reinwachsen müssen, auch morgen wieder. Das ist ein Prozess, das ist ein Entwicklungsprozess, das kann man nicht von heute auf morgen bestimmen. Aber ich finde, am Mittwoch haben sie es gut gemacht, aber jetzt sind sie natürlich für morgen wieder neu gefordert.
Ich sage immer, es ist wichtig, dass du so eine Achse hast. Ne? Das ist in jeder Mannschaft wichtig. Bei uns war es bisher im Prinzip immer Pentke hinten im Tor, dann Palionis, dann Geipel und vorne dann Pusch oder Ziereis oder jetzt Grüttner. Und jetzt ist es halt Knoll, ne? Der die Achse mit Philipp, mit Andi Geipel und Marco Grüttner dann bildet und Kolja Pusch. Ne? Das ist die Achse, die muss einfach funktionieren, die muss tragfähig sein und dann funktioniert es auch. Und den Spielern ist es bewusst, dass sie jetzt diese Dominanz von Markus übernehmen müssen. Und das haben sie zumindest am Mittwoch schon mal sehr gut gemacht. Okay. Vielen Dank, Peter. Dann sind, glaube ich, alle Fragen soweit beantwortet. Ich darf mich zum einen bei den Herrschaften am Podium bedanken, Herr Wege, auch fürs Ausharren. Jetzt noch, wie gesagt, für alle gibt es jetzt gleich noch die Stärkung. Wir bieten natürlich auch O-Töne mit allen Beteiligten. Und ein Pressefoto machen wir gleich auch noch. Wir wünschen uns natürlich eine schöne Partnerschaft mit der Wolf Gastro und ansonsten kurzfristig gesehen einen Erfolg am Samstag in Frankfurt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.